Liebe Alphas, wenn ihr das Bild gerade gesehen habt in der letzten Story, ich möchte jetzt eine neue Kategorie einführen. Klassikerzeilen von Kollega dem Boss, bildlich dargestellt. Also schickt mir mal was zu, bastelt mal was zusammen und dann poste ich das hier mit Verlinkung. Bis die Sonne untergeht, erzähle ich euch jetzt noch eine kleine Real-Life-Anekdote, hier so eine Urlaubsanekdote, aufgemerkt. Also, was war los gewesen? Hier, ihr seht jetzt diesen Pool, das ist der künstliche Pool, der ist eigentlich nicht beschwimmbar, das macht man nicht, da soll man nicht rein, da hinten sind die Pools. Problem war gewesen, die Pools waren relativ voll, der Boss wollte aber seine morgendliche Runde schwimmen, also ist er in den Kunstpool. Und dann, schlau wie er ist, hat der Boss natürlich sich Folgendes überlegt, er nimmt einen Schnorchel, damit er unter Wasser tauchen kann, damit er nicht so schnell erkannt wird, ne? Bediensteten haben dann natürlich trotzdem irgendwann gesehen, irgendwas schwimmt da, ist es ein Wal, ist es ein Haifisch, nee, ist es doch der Koloss. Haben es gemerkt, haben Folgendes gemacht. Die wissen natürlich, aus dem Wasser ziehen, keine Chance. Was haben sie gemacht? Einen Korken genommen von irgendeiner Champagnerflasche und dann während meines Schwimmvorgangs in den Schnorchel reingesteckt. So, mit der Intention, der kriegt keine Luft mehr und muss irgendwann da raus. Aber aufgrund der jahrelang über die Boss-Transformation trainierten Pferdelunge ist der Boss da einfach mit dem Korken im Schnorchel weitergetaucht, ne? Stundenlang, 2-3 Stunden ist er dann seine Runden geschwommen, kam nicht hoch, keiner hat die Welt verstanden. Ich krieg von dem alledem nichts mit. Irgendwann tauche ich auf und dann tauche ich so auf, immer noch mit dem Schnorchel im Mund, mit dem Korken oben drin, gucke ich, da steht die komplette Hotelbelegschaft und Gäste und was weiß ich, hunderte Leute und klatschen Applaus, ne? Haben sie noch nie gesehen. Ja, alles gut und schön. Ich stehe da mit dem Schnorchel, was mache ich? Also völlig unbeeindruckt von dem Applaus tue ich Folgendes. Ich puste mit voller Wucht in den Schnorchel rein. Der Korken fliegt raus. Gen Himmel. Ja? Gen Himmel macht einen Riesenbogen und landet genau hier in diesem Loch. Voll da rein. Ne? Klassischer Birdie gemacht hier. Nebenbei die PGA-Tour gewonnen. Pokal gekriegt. Der steht jetzt bei mir da im Hotelzimmer rum. Ich lasse den hier stehen, sonst habe ich wieder Übergepäck. Ja. Normal day in the life of a holiday boss. Freunde, nochmal eine Ergänzung zu meiner Aufforderung eben, hier die Klassikerzeilen vom Boss bildlich darzustellen. Bildlich darstellen, ein lustiges Meme dazu machen, nicht einfach mir die Zeilen schicken. Die kenne ich selber, die Zeilen. Ihr sollt doch ein bisschen was designen. Freunde, aufwachen!